I love the battlefield. Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Isle of Cookies. Und heute mal mit etwas geilere Laune und keine Ahnung, warum ich gerade so geile Laune habe. Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, wie oft denn noch. Also, was ihr hier seht im Hintergrund ist eine Modell 1887, also 1887, ja genau, Moab. Und ja, eigentlich war die Moab für ein Dual Commentary mit Mars XD gedacht. Aber wir sind leider irgendwie nicht dazu gekommen. Also er hatte selbst noch eine Modell Moab und dass wir dann beide Streaks halt so rausschneiden. Das ist jetzt nur einfach jetzt meine Streak. Und ja, irgendwie sind wir nicht dazu gekommen. Deswegen lade ich die jetzt einfach mal hoch, weil die ist jetzt schon so alt, die Moab. Und die gammelt bei mir auf der Festplatte einfach nur noch rum. Und ja, dann dachte ich einfach, ich hau die jetzt einfach mal raus und ja. Was so ansteht in diesem Commentary ist einfach das Thema Black Ops 2. Warum bringt jetzt jeder, okay, nicht jeder, auf jeden Fall sehr viele, Infos über Black Ops 2? Also ich habe ja damals nur ein Commentary gemacht, dass es Black Ops 2 heißen wird oder geben wird. Und ich meine, das ist jetzt eigentlich der Hauptgrund, dass es kommt. Die zusätzlichen Informationen, die Spekulationen über dieses Game, wie zum Beispiel, dass jetzt welche Killstreaks kommen, welche nicht. Woher wollt ihr das wissen? Wer hat euch das gesagt? Ich meine, denkt ihr wirklich, dass die Macher von Call of Duty jetzt entweder Activision oder Treyarch, keine Ahnung, wer das jetzt dieses Mal wieder macht, irgendwelche Informationen einfach so rausgeben? Ich meine, woher habt ihr die Informationen? Das würde mich mal ehrlich interessieren. Bei Steam ist jetzt irgendwo hier auch, ja, so eine Liste aufgezeichnet, was neu in Black Ops 2 geben wird. Hallo Leute, das ist erst in 7 Monaten oder in 8 Monaten, warte, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, nur sind 7 Monaten, ja? Ja, ich kann die Monate nicht auswendig. Auf jeden Fall, 7 Monate und wisst ihr, wie viel sich da noch verändern kann in dieser Zeit? Und ich würde jetzt ehrlich noch keine festen Schlüsse machen. Also ich will jetzt niemanden flamen, dass er das gemacht hat. Ich meine, ist ja auch ganz gut und so. Da hat man wenigstens schon mal einen ersten Eindruck. Aber wenn der erste Eindruck dann komplett falsch ist, dann ist es wiederum, ja, wie soll man sagen, auf gut Deutsch, Scheiße, ne? Nein, also jeder kann Spekulationen machen. Und falls jemand echte Beweise hat, dass es auch so sein wird, dann würde ich ihn mal bitten, jetzt einfach in die Kommentare oder wieder private Nachricht an mich, einfach den Link zu senden von so einer Seite oder so, wo es auch offiziell bestätigt ist, was drin vorkommt in diesem Game. Irgendwie soll es jetzt auch, also angeblich soll es jetzt wieder Drop Zone und Kill Confirmed geben. Steht irgendwo oder habe ich im Video gehört. Aber ich bleib damit etwas ruhiger und will jetzt keine zu voreiligen Schlüsse ziehen. Wenn man zum Beispiel das erste Video von Black Ops gesehen hat, wie es aussieht, dann kann man eigentlich anfangen mit Spekulation. Also wenn man die halt, ja, den ersten Trailer, sag ich jetzt mal, gesehen hat. Auf jeden Fall, das ist meine Meinung und, ja, was soll ich noch dazu sagen? Auf jeden Fall, ja, sorry, dass ich gestern keinen Royal The Class gebracht habe. Das lag einfach daran, Kumpels waren zu Besuch, alle, also wir waren zu viert und haben schöne LAN gemacht und ich habe noch ein paar schöne Gameplays erspielt. Die werden jetzt in der nächsten Zeit kommen und ja, sorry wegen meinem letztes Roll the Class. Das war etwas asynchron wegen meinem Aufnahmeprogramm Magix. Also nein, nicht mein Aufnahmeprogramm, sondern Renderprogramm. Und jetzt habe ich mir Premiere Pro geholt von Adobe und ich glaube, das wird dann wieder laufen, da ich jetzt auch eine neue Internetleitung habe, VDSL, und damit wird das klappen, ne? Also Leute, mehr Videos und so und keine Spekulation zu Black Ops 2. Ich will mich überraschen lassen, nein, Scherz. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet. Also haut rein, Leute, und so.